bin ich jetzt hier? Muss ich diesen Stein schieben? Ich meine, warum ist der überhaupt hier dann? Ich kann ja eh nicht von irgendeiner anderen Seite dahin. Ah doch, von oben. Da ist doch irgendwas, oder? Wir gucken. Ah, oh, cool. Das war ja kaum zu erkennen. Flammenwurf. Super Attacke. Ey, hier drin kriegen wir richtig die guten Attacken. Ich weiß nur nicht, ob ich jemanden beibringen kann. Ja, Groudon und... Nee, aber beide gehen ja mehr auf direkten Angriff und nicht auf Spezial, ne? Ich gucke nur bei Groudon nach, aber... Ist ja bei ihm... Sogar sein Angriff ist sogar verstärkt, also... Nee. Wäre für beide eine schlechte Attacke. Das ist eine gute Attacke, aber nicht für diese beiden Feuer-Pokémon ausgerechnet. Muss man dazu sagen. So, ja, wir können ja nur hier lang gerade. Wenn ich jetzt hier runter gehe, dann kommt der. Okay, dann gehen wir da lang. Das sieht da hinten auch nach Sackgasse aus, ich weiß nicht. Hey, na, ich bin der Paul. Hier ist nicht einer bei Pokémon der Serie, Paul. So ein Rivale von Ash. Das war aber auch schon wieder so neuere Folgen, wo ich schon gar nicht mehr dabei war, so. Okay, Elektroball ist, glaube ich, ein einfaches Spiel für mich. Könnte sein, dass er zuerst angreift, aber kann schon mal keine Elektroattacken auf mich machen. Höchstens Finale könnte fies werden, falls er das drauf hat und einsetzt. Aber selbst das würde mich, glaube ich, nicht mal komplett töten. Magnetflug. Okay, jetzt kann es schweben. Ah, warte, jetzt kann es schweben. Fuck. Ah, clever gespielt. Mein Erdbeben klappt nicht mehr. Und jetzt macht der Finale. Boah, der hat mich ja richtig getrollt, der Kerl. Aber guck mal, wie viel Schaden mir das macht. Ha. Der Typ, ey. Flammensturm. Flampivion. Okay, ich kenne das nicht. Aber jetzt kann ich doch den mit Erdbeben, oder? Weil der schwebt jetzt wohl nicht auch noch. Verhöhne. Was? Ich kann jetzt nur, glaube ich, direkte Angriffe machen. Also keine Statuswert-Dinger oder sowas. Ich glaube, das war Verhöhnung, aber selber schuld. Ich kann ja nur so oder so solche Attacken. Schluckwelch, das ist ein Pokémon, was eigentlich immer viel aushält, aber es ist Gift. Und Gift ist schwach gegen Boden auch. Und der hält das nicht aus. Cool. Aber andererseits, also, was heißt ja andererseits? Eigentlich gefällt mir das schon, dass jetzt mal so langsam auch andere Generations-Pokémon kommen. Weil ich finde, die gute Mischung macht's. So, was haben wir jetzt hier? Ah, Top-Genesung. Ich finde, die gute Mischung macht's mit Pokémon, also aus verschiedenen Generationen drin zu haben. Das ist ein bisschen, was mich zum Beispiel stört am Spielen wie Pokémon Feuer, Rot, Blatt, Grün, dass da wirklich bis nach die Liga nur die erste Generation kommt. Genauso wie das, was mich an Pokémon Schwarz und Weiß 1 stört, dass da nur die fünfte Generation kommt. So, man sollte, wenn man schon so viele hat, die denke ich mal gut einsetzen. Auch in diesem Remake ist das so, in den Remakes ist das halt so, aber so, dass da eher nur die Pokémon der Generation auch vorkommen. So wie bei Heart Gold, Soul Silver und dem hier auch. Diesem Spiel so, und ich hoffe, den darf ich jetzt die KP raussaugen. Ist leider nur mittelmäßig effektiv. Ah, das sollte. Er setzt Energiefokus ein. Wunderbar. So, und ich würde sagen, als nächstes mache ich dann dafür Zauberschein, weil das effektiv ist. Ja, bei den Remakes ist das ja eher so, dass die Pokémon der Generation nur so kommen. Aber jetzt hier kommt jetzt auch langsam auch wieder die anderen zum Vorschein. Oder was heißt ja wieder? Jetzt kommen die anderen zum Vorschein. Das ist auch so eine Sache, die mir eigentlich sehr gut gefallen hat, zum Beispiel bei Pokémon X und Y. Ich habe ja einmal Pokémon X durchgespielt für mich, so als das neu war, gekauft. Und das hat mir sehr gefallen. Es gab ganz neue Pokémon, so Pokémon aus Generation 6, so nie gesehen, keine Ahnung. Generation 5 kannte ich auch kaum. Aber es gab auch welche aus den anderen Generationen. So alle gemischt und das fand ich sehr gut. So, wir gucken mal, ob wir, wenn wir hier surfen, irgendwas Cooles noch finden. So, einfach alles kreuz und quer, so. So, wow, Moment, was hat der denn da? Was ist denn das für ein komisches Viech? Unra-Tytox, keine Ahnung. Okay, klar, ist aus der fünften Gen.
Das ist so ein doofes Pokémon, was ich noch so im Kopf habe. Ich weiß gar nicht, wozu man da unten sein kann. Und dann, hey, cool. Und sein zweites Gift-Pokémon ist ein Smogmog. So, dass man einfach mal von allem was hat. So, Moment, ich gehe kurz doch nochmal runter, weil irgendwie bin ich ein bisschen misstrauisch gerade geworden, dass da irgendwie dahinter was sein kann. Ne, ist aber nix. Okay, dann nicht. Also wir befinden uns anscheinend ganz unten, also, oder befanden uns gerade, weil wir ja gerade da rauskam, irgendwie. So, das heißt, wir müssen bestimmt noch ein ganzes gutes Stück hier weiter. Da war ich, aber hier geht's jetzt mit Kämpfern weiter. Ha. Zwei Kämpfer Natur. Krebs und Muckis. Das ist genauso was, wovon ich rede. So, guckt, ein Pokémon aus der fünften Generation und eins aus der ersten, so. Ich weiß nur gar nicht. Mondgewalt wurde durchschaut. Okay, ich habe viele Fragen. Somnivora, meine ich, ist ja ein Psycho-Pokémon. Das heißt, wir machen das mal auf ihn und Spukball, weil ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt Mondgewalt einsetze, wenn der sagt, er hat es durchschaut oder so. Keine Ahnung. Und wenn es ja Psycho ist, dann ist er eh sehr effektiv. Also passt das dann auch. Okay, und yeah. Coole neue Psychokinese, die er jetzt kann. Freut mich natürlich. Gut, ein Problem weniger. Auch sehr effektiv, aber der hält was aus. Gut, Hypnose gegen warum auch immer, obwohl es der Computergegner ist daneben. Ich mache jetzt doch mal Mondgewalt, einfach nur mal zu gucken, ob das irgendwas bringt oder so. Hey, cool, Paralyse. Also trifft. Ist halt neutral, ne? Okay, aber hat gereicht. Sehr schön. Also ich verstehe dieses Comedy-Duo hier. So einer ist ein Psycho und einer ist so ein Kampftrainer. Und die kriegen sich dann in die Haare, weil ihre anschaulichen oder ihre Strategien ja komplett anders sind. Und jetzt sind wir hier oben bei Nacht, oder was? Oder sind wir noch... Ne, wir sind noch in der Höhle drin, ne? Deswegen sieht es hier so aus. Oh, Moment. Hier. Da. Eisen. Cool. Boah, sieht aber echt schön aus. Also, klar, 3DS-Verhältnisse so. Aber da haben sie echt gute Arbeit geleistet, finde ich. Das... Letztens habe ich mit einem Kumpel Pokémon XD gespielt. Kennt ihr das noch? Für den GameCube. Ein Pokémon spielen. Dann haben wir uns auch so gefragt, so, warum machen die eigentlich nicht mal ein Remake von den von Pokémon Colosseum oder XD für den 3DS, weil grafisch würden die ungefähr auf ein Level kommen. Weil das echt ähnlich aussieht und sich mittlerweile auch schon ähnlich steuert, jetzt wo man auch hier diagonal laufen kann. Also würde mich sehr freuen, weil die Spiele mir sehr gefallen haben. Colosseum habe ich ja sogar mal Let's Play gehabt, vor ein paar Jahren. Oh. Oh, ich hab's geschafft, oder? Oh, scheiße, Heiko. Oh nein, der will kämpfen, diese Ratte. Oh, hallo Marco. Und ich bin nicht vorbereitet. Du bist bestimmt überrascht, mich hier zu treffen. Danke, dass du dein Versprechen von damals eingehalten hast. Dass ich es hierher geschafft habe, verdanke ich allein dir, Marco. So, ein kleiner Bub. Ich konnte nur so stark werden, weil ich damals gegen dich den Kürzeren gezogen habe. Du und dein Pokémon-Team habt bestimmt auch viel zusammen durchgemacht. Wir haben uns alle deutlich verbessert. Allein dir hier gegenüberzustehen reicht, um diese Stärke mit jeder Faser meines Körpers zu spüren. Jetzt wird er erwachsen. Hm. Aber noch eins sage ich dir. Nochmal werde ich nicht verlieren. Coole Rockmusik. Ich werde diesen Kampf gewinnen. Für die Pokémon, die mir Mut und Kraft gegeben haben. Okay, es geht los. Ja, du Cheater, ich sag dir, was losgeht. Wow, das ist so eine Kampfmelodie, ist ja echt cool. Trotzdem sage ich ja, was losgeht, dass ich mit einem geschwächten Pokémon-Team antanzen muss. Okay. Was ist denn das für ein Hintergrund? Überall Blumen, Sonnenschein. Okay, ich weiß nur nicht, ob ich Eisstrahl, Dracheflug, Eisstrahl ist da noch besser als Feuer, oder? Da hat er nämlich in vier Schwäche gegeben. Also wenn ich Feuer-Odem gemacht hätte, das wäre eine normale Schwäche. Ah, guck mal, zack. Piu, piu. Schon mal weg. So, der hatte 5, oder? Jetzt sind wir gleich auf mit jeweils 4 Pokémon. Gut, meines ist vielleicht ein bisschen angeschwächt. Enikoro. Logok hätte sich fantastisch dagegen gemacht, aber was soll's. Bleib mal drin. Das
denn das für eine Kampfmelodie? Das klingt mehr so wie Street Fighter oder irgendwas. Ja, also wir haben das letzte Mal gegen ihn gekämpft vor Ewigkeiten. Oh scheiße, mein 3DS ist jetzt rot. Wir haben vor Ewigkeiten das letzte Mal gegen ihn gekämpft und ich setz den da jetzt ein. Da hat er nur einen Trassler gehabt. Und natürlich hat er doch schon große Fortschritte gemacht. Ich muss noch mein Ladekabel aufheben. So. Und zack, aufladen. Ah. Ja, das Kabel ist so halb drin. Nicht, dass ich jetzt auswendig noch ausdrücke oder was. So, cool. Meine ursprüngliche Form. Okay, mal sehen. Wollen wir ihn mit einer Boden- oder einer Feuerattacke weghauen? Ich weiß nicht, ob die Bodenattacke ihn nicht trifft, weil er schwebt. Keine Ahnung. Machen wir lieber Feuer und finden es gar nicht erst raus. Wow, der hat Robustheit. Okay. Aber er verbrennt sich. Ah, Loser. Okay, er hätte eh keinen Unterschied gemacht, weil er trotzdem noch angreifen darf. Aber das spart mir ein AP. Das ist auch toll. Roselia? Roselia? Soll ich Roserade einsetzen? Komm. Nur damit wir den gegenüberstehenden Kampf haben. Roselia gegen Roserade. So, ich kämpfe gegen eine Kind-Version von mir selbst. Nur bin ich der Geschwächtere. Oh, das ist ja nicht so effektiv. Autsch. Okay, das wird ein interessanter Kampf. Egal, wir bleiben einfach pur auf Pflanze. Pflanze auf Pflanze. Ist eh stark, meine Attacke. Na gut, durch den Volltreffer. Ach, da kann man Synthese. Oh, scheiße. Das wird ein langer Kampf, wenn ich so weitermache. Ich kann den ja nicht mit Egelsamen infizieren, sage ich mal, weil... Ach komm, wir ziehen diesen Kampf jetzt durch. Ich kann ja nicht mit Egelsamen angreifen, weil er auch ein Pflanzen-Pokémon ist und es dann keine Wirkung hat. Ich dachte, Blütenwirbel wäre die Attacken. Ah nee, ich dachte an Blättertanz. Das, wo es drei, was zwei bis drei hintereinander geht und dann man verwirrt ist. Ja gut, aber. Ja, da kann ich jetzt ein paar Mal Synthese machen, ist das Problem. Schon wieder ein Vortreffer, ist der Wahnsinn. Wird leider doch ein langer Kampf, denke ich. Wenigstens kriege ich so ein paar KP jede Runde. Der wird jetzt mit Synthese halt die ganze Zeit wieder zurückheilen. So wie ich mich jede Runde so heile. Mist. Ich wusste nicht, dass Zauberschein nicht sehr effektiv sein wird. Aber warum ist das so? Weil er ein Gift-Pokémon ist? Wahrscheinlich, ja. Liegt's am Gift. Oh Mann, ich heile mich ja schon mehr, als ich mir hier wehtue. Ich weiß, er wird jetzt wahrscheinlich ungefähr die Attacke einsetzen. Synthese. Wow, das war auch erstaunlich. Hey, cool, dann habe ich jetzt doch noch die Chance, ihm zu geben, den Rest. Weil er es verkackt hat, die Attacke einzusetzen. Oh yeah, hier komme ich. Tja, hätte doch ein sehr langer Kampf werden können, aber zu unserem Glück kam es ja gar nicht erst so. Und wieder voll. Als nächstes kommt Galagladi. Das ist ja mal Wahnsinn. Okay, komm, Gardevoir. Geht ja nicht anders. So, Galagladi ist nämlich die andere Endentwicklung von Trassler und Kirlia. Nämlich die männliche. Klar, man kann auch männliche Gardevoirs haben, man kann nicht weibliche Galagladis haben. So, und der ist ein Psycho- und Kampf-Pokémon. Ich glaube, Spukball wäre da am stärksten auf ihn. Oh, der kann eine Mega-Entwicklung und ich nicht. Scheiße, okay, da habe ich doch eine Herausforderung vor mir. Oh, oh, Schwerttanz. Aber gut, Kampf ist ja nicht sehr effektiv auf mich. Wenn er irgendwelche Kampfattacken auf mich macht. Und Psycho auch nicht, also sollte ich trotzdem nicht sehr viel zu befürchten haben. Aber wenn er Schlitzer macht, gemein. Vielleicht schaffe ich es ihn noch zu besiegen mit diesem Spukball. Ja, ah, oh, du arme Sau, ey. Selbst ohne Mega-Entwicklung mache ich dich fertig. Ich wünsche, jeder Gegner hätte so eine Animation, nicht nur die wichtigen.